Du musst unbedingt negative Klimmzüge trainieren, wenn du deinen ersten Klimmzug lernen musst. Das ist absoluter Bullshit. Und in diesem Video erkläre ich dir auch, warum. Wenn du noch keinen Klimmzug kannst, dann solltest du auf gar keinen Fall negative Klimmzüge in dein Training implementieren. Hat einfach den Hintergrund, weil die Intensität für dich viel zu hoch ist. Wenn du noch keinen Klimmzug kannst, dann hast du wahrscheinlich auch noch keine große Erfahrung mit Krafttraining, mit Techniktraining. Du kannst zu 100% noch keine saubere Klimmzugtechnik, sonst könntest du sie ja an einem Klimmzug, und dementsprechend sind das alles Faktoren, die dazu führen, dass du, wenn du negative Klimmzüge machst, wenn du noch keinen Klimmzug kannst, dich früher oder später verletzt, weil du einfach komplett überlastet wirst, ja, weil du dann Klimmzüge machst, so schnell wie möglich runter oder so langsam wie möglich abbremst, du die Kraft aber noch nicht hast, irgendwann nur noch runterrauscht. Das heißt, deine Gelenke werden permanent überlastet sein. Und was noch mit dazu kommt, ist, dass du kein Verständnis für die Übung, für die Ansteuerung hast, somit die Technik nicht in Ordnung ist und dadurch auch sehr schnell abfälschen wirst, ja, und dann anfängst irgendwie mit einer Schulter mehr zu ziehen oder weniger und so weiter und so fort. Und das mit einer sehr hohen Last führt einfach dazu, aus Erfahrung, dass die Leute sich sehr schnell überlasten, verletzen, und das ist nicht das, was wir haben wollen. Deswegen bitte keine negativen Klimmzüge, wenn du noch keinen Klimmzug kannst. Ein weiterer Aspekt dazu ist nämlich, es gibt Studien, die sagen, dass wenn man quasi mit mehr als der maximalen Kraft trainiert, in negativen Ausführungen etc. pp., dass diese dazu führen, deine Maximalkraft zu erhöhen, also dich einfach stärker machen. Das mag sein, aber das Problem ist hier, diese Studien sind aus dem Powerlifting oder generell Übungen mit Hanteln, mit Langhanteln. Das heißt, da ist schon klar, wie hoch deine maximale Kraft ist. Das heißt, wenn du einen Squat mit 80 Kilo auf eine Wiederholung schaffst, ist das deine maximale Kraft. Und wenn du jetzt mit 85 oder mit 90 Kilo negative Squats üben würdest, wäre das so ein ähnlicher Effekt. So, das Ding ist jetzt aber, du weißt ja nicht, wie weit du jetzt aktuell beim Klimmzug weg von deiner maximalen Kraft bist. Das heißt, deine maximale Kraft wäre, dein Körpergewicht einmal nach oben zu ziehen, 80 Kilo einmal nach oben zu ziehen. Du weißt jetzt aber nicht, bin ich jetzt so stark genug, dass ich eventuell 60 Kilo hochziehen kann, 70, 50 oder vielleicht erst 40 Kilo. Das heißt, je nachdem, wie schwach ich im Endeffekt bin, bin ich ja immer weiter weg von meinem eigenen Körpergewicht, was ich eigentlich in der Lage sein sollte, hochzuziehen von der maximalen Kraft. Und da gibt es, zumindest weiß ich, keinen Weg, wie man das herausfinden kann, sinnvoll und reproduzierbar, dass man feststellen kann, wie viel Kilo genau weg bist du aktuell von einem Klimmzug. Und das ist das große Problem. Wenn du sagst, okay, ich bin schon sehr, sehr knapp dran, ja, also 75 Kilo könnte ich wahrscheinlich aktuell hochziehen, aber ich wiege 80 Kilo, das heißt, dann schaffst du trotzdem noch keinen Klimmzug, aber du kannst dann wahrscheinlich, wenn du negative machst, nicht ganz so viel falsch machen als eine Person, die nur 40 Kilo aktuell hochziehen könnte, also deutlich weiter weg ist. Aber für beide Personen ist es ja das gleiche Problem, ihr könnt noch keinen Klimmzug, aber die Frage ist, wie weit bin ich weg davon? Und wenn ihr jetzt das Gleiche hiermit trainiert, mit den negativen Klimmzügen, dann ist die Person, die nur 40 Kilo aktuell in der Lage ist, hochzuziehen, die Verletzungsgefahr und die Überlastungsgefahr deutlich höher bei der Person, die kurz und knapp davor ist. So, deswegen gibt es natürlich Use Cases, wo es heißt, es funktioniert sehr gut und es hat auch funktioniert bei Leuten, die sehr, sehr nahe da dran sind. Ja? Bei Leuten, die quasi schon einen Klimmzug können, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus, weil du hast ja Minimum die Kraft, dich einmal hochzuziehen, sonst würdest du keinen Klimmzug können. Und dann kann man schon in gewissen Szenarien auch mit negativen Klimmzügen trainieren, um noch stärker zu werden, um Volumen aufzubauen mit einer recht hohen Intensität. Aber du weißt es nicht.
Du weißt jetzt nicht, bin ich eine Person, die ganz knapp vor ihrem ersten Klimmzug ist oder extrem weit weg, wirklich, ja. Und deswegen empfehlen wir da für alles das Gleiche, dass wenn du keinen Klimmzug kannst, mach keine negativen, sondern arbeite mit Ansteuerungsübungen, arbeite mit auch einem Resistance Band, arbeite mit horizontalen Zugübungen, bau die Kraft auf, bau die Ansteuerung auf, bau die Technik mit auf und dann bist du an einem Level, wenn du das sinnvoll aufbaust, dass du dann das Band wegnimmst und direkt einfach einen Klimmzug kannst und du hast einfach keine Verletzungsgefahr, du hast einen sehr schönen Weg gehabt von A nach B, hast den Prozess mitgenommen und diesen Prozess lässt sich dann sehr schön reproduzieren für andere Übungen, die du lernen möchtest, für Skills und so weiter und so fort. Deswegen bitte da nicht unbedingt die negativen Klimmzüge mit einbauen. Das ist deutlich gefährlicher, als man sich das eigentlich vorstellt. Und am Ende des Tages gibt es deutlich sinnvollere Wege. Wenn du wissen möchtest, wie so ein Weg für dich aussieht, dann trag dir gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Dann schauen wir uns mal an, wo du gerade stehst und was notwendig ist, damit du deinen ersten Klimmzug meisterst. Kanal abonnieren nicht vergessen, Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, dein Flex. Ciao.